Hallo, liebe Freunde, ich bin der Renton. Hier ist der Raven King. Und was ich heiße. King aus. King. Raven King und Renton. Ja. Heißen euch willkommen zum Retro-Freitag, der Show, in der wir jede Woche meistens PS1-Spiele spielen. Und heute habe ich ein Spiel für uns besorgt, wo der Raven King schon öfters gesagt hat, das war geil. Das war ein geiles Spiel, das war super von der Grafik her, selbst für die PlayStation 1. Und ich habe gesagt, ich hätte es gerne mal wieder gespielt. Und er kauft. Micromaniacs. Micromaniacs, ja. Bevor wir anfangen, zeigen wir euch das super geile Intro und wünschen euch dann viel Spaß beim Let's Play. Okay, wir sind jetzt im Menü und wählen Zweikampf, oder? Zuerst mal Zweikampf. Oh ja. Warte mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht. Grafikoption, Bildposition, Breitbild aus. Ich kann da nicht mehr viel sagen, außer dass es cool ist und dass mir die Level sehr gut gefallen haben. Okay. Gut, machen wir einfach mal Zweikampf. Du gegen ich. Ich gegen dich. Durch. Dich durch. Okay, vier Spieler haben wir wohl noch nicht freigespielt. Oh, halt. Zweikampf. Ich bin nicht dabei. Drück mal Start. Ah, da bin ich. Jetzt bist du dabei. Okay, ich bin am Überlegen noch dem coolen Intro, ob ich den Mormor nehme. Oder. Wo ist denn der Waldo? Waldo, da ist er. Wenn du den V4? Ja. Nehmen wir mal den klassischen. Ich nehme mal den Mormor. Mormor? Ich weiß nicht, ob es cooler ist, analog Stick zu nehmen oder Steuerkreuz. Wenn das überhaupt ging. Ne? Ah, wir spielen Tournament oder was? Tournament können wir eigentlich hier mal machen, ne? Kurz und leicht, schnell und wild, Hindernisrennen, nass und rau. Mach mal Zufall, oder? Ja, mach mal Zufall. Scheiß drauf, wir wissen auch gar nicht, wie die Steuerung geht, ich nehm auf. Nicht mehr, ne? Der erste Spieler mit 3 oder mit 5? Mach einfach irgendwas. Dann machen wir mal mit 4 zwischendrin. Wir wollen ja auch nicht, dass das Video 2 Stunden geht. Das wollen die Leute auch nicht. Ne, das wollen die Leute auch nicht. Ja, generell, ja, ich hab zwei neue Spiele geholt. Einmal Micromaniacs. Okay, das springt und einmal noch ein. Ah, okay. Man kann schon mal gucken, auf X. Auf Viereck. Oh, also auf X gäbst Gas. Auf Viereck tust Bremse. Ne, du musst gar nicht X drücken. Doch, also ich muss X gedrückt halten. Nimm da die. Ach so, dazu muss ich analog aber einschalten.
Ah, okay, also es geht auch mit dem Analog-Ding und auf R1 springt ihr. Oder auf Dreieck. Ja. So, Startring. Okay, gut, alles klar. Ich bin nur mal gespannt, ich nehme an, du kriegst auch Bonuswaffe oder sowas, ähnlich wie in Mario Kart. Ja, ich muss einfach mal gucken, wie... wie die Attacke überhaupt gehen. Red mir einfach weiter rennen. Slide. Oh, jetzt habe ich mich mit dir verwechselt. Mir ging's nicht anders, da. Okay, warte. So, wo? Ne, das geht nicht. Die Frage ist, was ist Slide? Welcher Knopf ist... Warte mal kurz. Gibt keine Option. Aber ich bin ja schlau. Ey? Ja, ist er. The Controls 3. Also Jump. Accelerate ist X, also Gas geben. Break. Special Attacks ist Kreis. Das kennt Kreis sein, ne? Und Special Modes sind die L-Taste. Mhm. Kreis oder die L-Taste, vermute ich mal. Ich guck gerade mal kurz, ob da irgendwo Slide steht. Nee, steht nicht. Okay. Jo. Was war's? Schultertaste, Ove. Ove links, oder was? Jo. Ah, und du hast jetzt schon gewonnen, oder was? Keine Ahnung. Irgendwas war's. Wow. Aha. Ah, du hast gewonnen. Hä, wieso kriegt man da einzelne Punkte? Wir kriegen einzelne Punkte, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, heiß! Wow, ich bin verbrannt. Also es geht wohl noch ein Punkteprinzip, so wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Das ist auch ohne rote und blaue Punkte und die tun sich dann gegenseitig, wie es aussieht. Ach, Befehle. Schon wieder verloren. Yeah. Ist aber ein relativ lustiges Spielkonzept. Ja? Und wie findest du jetzt für PlayStation 1? Sieht doch geil aus. Es sieht geil aus, das Soundtrack ist cool, also ich bin doch begeistert, muss man sagen. Nur, ich find's ein bisschen blöd, dass das immer stehen bleibt, halt, wisch. Ich hab gedacht, das ist... Ich hab halt gedacht, das ist wirklich mehr ein Rennspiel. Wow. Ah, super. Ah, wie machst du das? Auf der L-Taste, ach. Ah, gut, ey. Nein, ich hätte springen müssen. Wie kommt man durch den Zaun? Hey, ich glaube, vorspringen. Das ist nicht niedlich. Alter, süß! Das ist so ein süßes Spiel, ist das. So ein süßes Spiel. Ich bin kawaii. Ja, wenn man die Wand hin, die Kachel hin schon ein bisschen was abkriegt. Wow. Ah, die Kurve sind nicht immer so leicht zu nehmen. Ah, nehme! Verdammt! Ich bin gerade noch vorne dran stehen geblieben, gell? Mhm. Leg's mir am Arsch. Ah, fast runtergefahren. Ach, ich soll dir einen Gruß vom VZ Hardstyle ausrichten. AKA Nico. Ja. Er hätte ja auf Facebook geschrieben, dass er uns toll findet und du hast nicht geantwortet, obwohl du es gelesen hast, hat er gesagt. Ich hab's nicht gelesen. Achso. Echt? Ja, hat er gesagt. Warum hast du mehr Punkte als ich jetzt auf dem? Was soll denn das? Ich kann furzen! Jetzt nimm ihn. Ich bin nimmer großartig auf Facebook unterwegs, also sorry, tut mir leid und Pech! Nee, nochmal vielen Dank. Aber ich hab's. Warum? Wegen meiner Zunge vielleicht? Ich weiß nicht. Ich hab gleich abgekürzt. Jetzt hast du abgekürzt. Ah, okay, Abkürzungen machen dich kaputt. Ja. Also ist es fair hier, Fairness und so. Ah, ich hab den Springer gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ja, ich hab's gemerkt. Synchron, ja, also ne? Leute, ihr braucht mich nicht großartig auf Facebook anzuschreiben. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Nee, ich nutze den Käse nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Du Arschloch, du Blödes. Ja, ich schon mal, wie es geht.
Oh weh, gleich, ja, durch den Punkt. Nee, ich brauch das echt nicht, jeden Tag dort zu lesen, was irgendwelche Arschlöcher gemacht hätten und ihren ganzen Tagesablauf. War grad groß, war schön. Und ich hab grad einen Kaffee getrunken und die ganze Beziehungsscheiße und so, das brauch ich nicht. Ich hab mein WhatsApp und die WhatsApp-Gruppe. Die WhatsApp-Gruppe. Und ansonsten hab ich den Renten. Ja, und das reicht vollkommen. Rentenbook. Mit Geruchserkennung. So, jetzt bin ich cool. Hopp, hopp. Lauf doch neu! Playoff! Kannst du von dem Ding früher abspringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal, jetzt lauft's aber. Hey, jetzt lauft's. Wie geschnitten Brot. Ah, Drecksack. Ah, Drecksack! Auf geht's! Komm her, ich schläg dich ab! Ich schläg dich ab! Ich furz da was? Was war denn das? Findest du das gut? Ja! Okay. Ich fand's auch nicht schlecht, war eigentlich gut. Ja, war eigentlich cool, ja. Hab's so schön vibriert. Fuck, fuck! Und jetzt geht's schon wieder gut. Nein, du kriegst. Nett. Ah, da springt er, ja. Spring, spring, spring. Spring, spring, spring. Renn, renn, renn. Oh. Renn in meine Fürze. Ah, oh. Oh, Gott. Ah, nein. Jetzt brennt er, jetzt brennt er. Warte, ich kann er noch überleben. Ah, oh, immer selbe. Da kürzt noch ab, hopp. Weggefurzt. Alter, ich furze so lange, bis mein Kimme föhnt. Abgekürzt. Dicke. Winne. Winne. Weil du ein Cheater bist. Alter, Cheater. Aber es war sehr spannend. Winner, ja doch, es war sehr cool. Ich mach mal hier beenden. Wir können doch dieses Ding noch einmal später machen, weil ich fand's jetzt komisch, dass du halt sofort stirbst. Ah, schmeckt das geil, Tee und Energy. Zeitfahren? Was ist Zeitfahren? Musst du da Zeit hinkriegen, beachten? Kann ich vorgeben. Ich nehme dieses Mal der Biddly Bubbly Beatbox. Was? Nein. Ah, du kannst die Controller wechseln. Wahrscheinlich ist wirklich die Zeit vorgeben oder so. Ja, gut, die. Und wir nehmen. Nehmen wir mal, was nehmen wir? Da, wo die Sektkorken sind, ne? Ich glaub, da hat man so kleine. Ja. Speed. Wie heißen die nochmal? Speedboat. Speedboat. Ist das ein Speedboat? Spätboot. Spätboot. Ein Wave Racer. Drück du auch statt. Müssen beide ready sein. Ja. Ist das jetzt levelabhängig, dass wir das Teil haben? Oder ist das. Fahren wir gleichzeitig? Bist du? Wo bin ich? Ich bin blau. Denke ich. Ich mach nix. Du machst gar nichts, okay, dann ist das die Zeit, die du schlagen musst. Ja, der Typ genau, vor dir. Das ist wahrscheinlich so vorgabemäßig. Oh, ich hab lange mehr Grill, sorry. Entschuldigung. Gerade gestern. Entschuldigung angenommen. Fick dich, Blöde! Okay, 27 Sekunden. Nein, ich hätte springen müssen. Oh, ich hab's verloren. Können wir nochmal neu starten? Nee, in der nächsten Runde hast du wieder eine Chance. Na, so ist das. Boah, ist das scheiße? Ist der das leicht gefallen, Slim? Nee. Es war, es ist sehr schwammig, das Teil zu steuern, muss man sagen. Ja, aber nur 2 Sekunden drunter, ne? Das geht ja auch noch. Ja, stimmt, ja. So, beenden, ja. Ja, aber wie gesagt, das, dieses Punktesystem. Ich habe halt gedacht, wir hätten einen Splitscreen. Ne, ich will jetzt mal nicht speichern. Ups. Ja. Drück du auch mal Dreieck.
Finde ich aber cool, dass beides Menü quasi bedienen können. Mhm. Ist lecker gemacht, muss man schon sagen. Lecker gemacht. Alles schmeckt gut, das Spiel. Aber mal Team Zweikampf, hä? Also sind wir jetzt in einem Team. Oh, wir müssen ein Team auswählen. Ich nehme das Team Nukula. Drückt Start. Nee, nicht zusammen. Okay. Achso, ich hab gedacht, du willst zusammen. Nee, dann machen wir nicht. Drück nochmal Start. Bist du das Team Fire? Drück mal Start. Jo, hast du doch. Start. Bestätigen. Seid ihr dumm? Ah, gemeinsame Controller 1-9. Das habe ich auf Select gemacht. Start, verbinden Sie Spiel. Ach! Ah, oh, weißt du, was das ist? Ah, mit zu der PlayStation. Ja, ja, das ist System Link. Dreieck. Abgebrochen. Okay, das ist wohl System Link. Ich denke, das kann man bestimmt zu 8 Spiele, dann steht ja auch unten. Jo, bis zu 8 Spieler. Dann machen wir halt noch einmal Zweikampf. Ja, das war eigentlich so das Spannendste bisher. Ja. Das mal nämlich der Twister. Ich nehme die Anna und die Frau. Die mit der brennende Hoher. Was nennt man dieses Mal? Das haben wir jetzt gehabt. Gibt's schon. Ah, das ist cool. Machen wir das. Fotofinish? Mhm. Okay. Das Level gefällt mir. Das gefällt mir. Also wirklich, das ist was. Das gefällt mir. Ja, irgendwie gefällt mir das. Ich will sagen, das ist voll für Fuß und Mond. Ja. Für Fuß und Mond? Der Twister sieht. Ah, guck mal. Der sieht, wenn er steht, sieht er irgendwie komisch aus. Aber wenn er rennt, sieht er gut aus. Ich bin bereit. Findest du? Ja, du hast schon recht. One. Let's go! Alter, die Steuerung von der ist so. Siehst du das? Oh, ja, ja. Guck mal, das auch. Shield! Ja, du machst auch zwei Attacken, ne? Auf L1 und L2. Wenn du diese Punkte eingesammelt hast. Super, es geht nach vorne. Ah, oh. Fuck. Komm her! Wo muss ich lang? Ich hab keine Ahnung. Ah, da. Geradeaus weiter. Ich bin runtergefallen. Okay. Das ging zu lang geradeaus runter. Pass auf. Schellbremse. Ne? Schellbremse an der Stelle. Ne? So ist nett. So ist nett. Oh Gott. Ah! Fotofinish! Deswegen heißt das Fotofinish, das Level. Ich hab's verstanden. Nein, sammel's ein! Oh Gott! Twister! Ah! Yeah, jetzt. Meine Fresse! Oh, Majojo, hä? Guck mal da, Majoli! Du kriegst mich nicht! Ich spring hier, du Arschloch! Yeah! Ja, fick dich! Oh Gott! Ich wollte in die Schnee rennen, so wie jetzt! Oh Gott! Das wollen viele! Nein! Ja! Yeah! Und mit dem Foto abgeschlossen, hä? Das ja, war hier. FF? Hä? FF? Fucking faul! Boah. Es ist nicht einfach zu steuern. Ich finde es aber geil gemacht, dass das eben aussieht wie in einem heißt das Darkroom? Nein! Weißt du, wo man entwickelt halt so? Ja, in Darkroom. Heißt das Darkroom? Er entwickelt sich ein, ich weiß. Ich weiß, was ein Darkroom ist. Ja, Fotos habe ich aber keine Ahnung. Ich weiß, was ein Darkroom ist, aber... Du weißt aber, was ich meine, weißt du, wo die Fotos entwickelt werden. Alla. Wow. Also die Musik ist cool, der Grafikstil ist cool. Die Grafik ist, wie gesagt, der Hammer für die PlayStation 1. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nein! Oh! Warum? Das interessiert kein Mensch. Keine Ahnung, mehr in zwei Runden oder was kann ich? Was noch weiter? Können wir da jetzt ein neues Level auswählen? Das wäre nicht gut. Habe ich jetzt auch nicht. Neue drauf. Fahrer, neue Level? Weiter. Figur wechseln. Achso, was ist denn? Schau mal, dann messen wir. Nein, Beatbox. Nein, doch. Mach mal. Warte mal, ich guck mal. Ist das mit der Biene? Nee. Ah, das ist auch cool. Ja, ich würde sagen, zwei Rennen machen wir noch. Mhm.
Also noch dem noch zwei, insgesamt noch drei. Damit man noch ein bisschen die Level zählt. Ich bin ein Hirn mit zwei Bäh. Das ist schön. Jetzt musst du auf Start drücken. Ja, ich hab doch auf Start gedrückt. Musst du schneller machen. Oh Gott. Oh, entgegengesetzt die Richtung. Ja, war gut. Und da wo die Fußstapfen sind. Ach, die Fußstapfen, okay. Und da wo die Muschi vorbeigelaufen ist. Ach, ich bin das Hirn, ich bin gar nicht du. Jo, bist du nicht ich. Zack. Du hast doch abgekürzt. Ja, ja, ich bin jetzt von der Bichakra. Verstehe ich nicht. Boah, ist das ja gemein. Komm doch vor mich, komm doch vor mich, komm doch vor mich. Fuck. Aufs Auto, aufs Auto, aufs schöne Auto. Dreckig machen sie es wie die Dreckskatze. Immer auf die Autos, was warm ist. Oh Gott. Jetzt soll ich die Mann an die hineingehen und alles aufräumen mit der. Ich hab ja, keinen Bock verstanden. Die Mutter, die alles aufrobben, da die schleichen und die schleichen. Hast du mal einen Marderbefall gehabt? Das ist nicht lustig. Du? Ja. In der Hose? Und dann hab ich sie rausgeschmissen. Nein! Aus der Wohnung. Die alte Mutterin. Die alte Mutterin. Masse Mutter. Mutter. Hör mal auf, mein Bremsen. Nein! Nein, nein, nein! Verfickte Kacke. Scheiße nochmal. Verfickte Kacke. Scheiße nochmal. Ja, Kacke ist scheiße, manchmal. Noch einmal. Aber alle zwei jetzt. Aber du bist zuerst runtergefallen. Es gab jetzt Punkt für keinen, ne? Obwohl du vorhin runterfallst, kriegst du dafür einen Punkt. Ich hab nicht einen Punkt gekriegt, da ich runtergefallen bin. Wir sind jetzt die ganze Zeit über diese behinderte Autoscheibe. Wer hat's geredet? Beide? Nein, nein! Ich bleib mal zurück. So. Oh yeah. Oh yeah. Und sag, Bruder, Gewicht. Ah, du darfst nicht springen. Hoch, darfst du nicht springen. Nein! Ist ja gut, ich mach's ja nicht. Ach, ich bin vorne. Oh Gott. Ah, ich hab mich gerade noch. Das war grad Glück, ne? Das war richtig Glück. Wow, 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 wow. Jetzt habe ich dich. Boah! Boah! Wann krieg ich endlich meinen Punkt? Verdammt. Ja! Die Musik von der Stage erinnert mich leicht an Crash Bandicoot. Hast du recht? Hast du recht. Hast du recht. Nein, du Drecksack! Wenn mein Attack tut dich ja bloß ein bisschen verwirbeln und du tust direkt bewirken, dass ich dir entgegengesetzte Richtung renne. Ja. Ja. Ich setze nämlich ein, okay? Ich nehme jetzt nur noch die andere. Du spinnst doch, du kannst dich doch aussetzen. Aber es ist scheiße. Für mich. Was machst denn du? Playoff. Boah, wie knapp. Schnell mal weiter, andere Figur. Weiter. Nein, halt, stopp, halt, stopp. Hm? Dreieck, genau. Der Mama. Ich fand den Mama eigentlich ganz cool, aber... Achso, den hast du schon gehabt, ich will das zu leid was sehen. Vortex? Haben wir Vortex schon gehabt? Hab ich gerade, ja. Dann hab ich den Waldo. Und so einen Stämmer aber jeden schon gehabt, ne? Echt? Ja. Nimm ich nochmal den Mama. Mama! So, pass auf, wir sind im Retro-Freitag, deswegen spielen wir Retro-Boost. Gut. Ich finde, der Mama sieht aber auch am coolsten aus. Ich finde eigentlich den A4, V4 am coolsten. Die Hauptfigur? Ja. Muss stattdrücken. Aber, aber das Intro war cool, der ganze Style ist cool. Absolut, wie gesagt, guck mal, da liegt der Gameboy-Spiel rum. Netz. Oder? Das war doch ein Netz-Spiel, das war doch kein Gameboy-Spiel. Da, Simon sagt, ja, hä? Dein Mutter sagt.
Meine Mutter heißt Simon. Simon. Wow. Simon, das lachende Pferd. Oh, ich springe. Ah. Dabei hatte ich noch so viel Platz auf dem Bildschirm. Aber was, so viel Platz. Was bei der Micromanics natürlich Kilometer sind. Ja, scheiße war's, ne? Das ist aber so geiles Wäsche. Ah, ich komm noch nicht durch! Du siehst das Intro und denkst dir, boah, sind die cool, das sind Motherfucker, denen möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Und dann merkst du auf einmal, dass sie halt einfach Minis sind. Ja, ganz klein und lasch drüber, aber klein, aber oho, ne? Sag ich mal. Ja. Mit meiner scheiß Zunge. Das ist ein Amiga, das wäre jetzt geil, das weiß ich noch. Was muss man da machen? Frogger. Ach so. Verdammt. Nice. Alter. Um gewinnen wie ein Frogger, musst du denken wie ein Frogger. Ach, Ficke. Das ist ja lustig. Die haben sich mal, die haben sich so richtig geile Gedanken gemacht, muss ich sagen, oder? Also zu jedem Thema. Deine Mutter. Zu jedem Thema. Sich selbst diese Simon Says, wo ich eben drauf gesprungen bin, lass die einzelne Taste aufleuchten, wenn du drauf springst. Ach, scheiße, ich hab grad getrunken. Das nehme ich dir, Pimmel. Hey. Und es hat dann als Abkürzung gezählt, wenn du außer rumrennst. Ach Gott. Das ist ein Spiel, was ich heute noch als Partyspiel einlege, Dave, wenn du irgendwo Party machst oder so und denkst, oh, was könnte man spielen? Ah, kannst du das bei mir mit dem Splitter, kannst du das 8 zu 4 spielen bestimmt, oder? Ja, oder du legst es halt in die PS3 und hast 4 PS3-Controller. Ja. Wenn es auf der PS3 lag, weil heute spiele mal tatsächlich auf der PS2. Von meiner Frau in Pink. In der Pink, Ah, zu schnell. Zu langsam. Zu schnell? Zu dumm. Ich finde es dumm, dass du immer an verschiedene Positionen spawnst. Ach man! Wie ist denn das im Singleplayer? Musst du da auch noch Punkte spielen? Nö, das ist ein Rennen. Dann ein Rennen normales, ne? So wie beim Zeitrennen vorhin. Gut, ich nehme an, dass das Spiel sieht ja für PS1-Verhältnisse echt gut aus, ne? Ja. Und ich vermute mal, dass die das rechenleistungsmäßig nicht irgendwie mit Splitscreen machen wollten, vor allem nicht zu 8 oder so. Und dass sie deshalb. Ich bin in meine eigene gerannt, wir bleiben permanent dort. Und dass sie deshalb gegangen sind und haben dieses Punktesystem eingeführt, was ich aber eine sehr, sehr feine Lösung finde. Ah! Weißt du, was mich an dem Level aufregt? So ziemlich alles außer das Frogger-Ding. Das fand ich cool. Zack! Weggebumst. Endlich. Hat's mal geklappt. Was findest du scheiße? Ich hab gesagt, in dem Level finde ich alles. In dem Level finde ich alles scheiße, außer Frogger und das, was halt sonst noch cool ist. Nee, aber das Springen regt mich halt auf, weißt du? Ah! Du Arschkopf! Nein, wenn ich. Vielleicht doch schneller. Weggebombt. Weggebombt. Wegen M-Punkt. Weil es die letzte Runde war oder was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Irgendwie so. Gut, okay. Ends noch. Ends noch. Die Figur los, spielst du noch Wechsel? Mhm. Ich schloss 8 Mormor. Ne? Jo, die letzte Arena darfst du aussuchen. Wir haben übrigens auch noch nicht alles freigespielt.
Was wir übrigens bei Retro Freitag seltenst machen, dass ich irgendwie einen Speicherstand habe, wo alles freigespielt ist oder so, sondern es ist wirklich so, wir gucken in die Spiele rein. Aber mittlerweile müssten die Leute dies gucken, ach, schon gemerkt habe. Ach, wir fahren Skateboard. Skateboard! Schau das Skateboard-Song, er lohnt sich. Boah, geil, gleich die Pipe runter. Runter, gerne hoch. Ja. Mach einen Fickflip. Ah, Fickflip! 360 Shovel! Arschlägel, leck mich! Frontside! Ah, verfickte Scheiße! Verfickte Scheiße! 180! Verfickte Scheiße, 180! Verfickte Scheiße, Slide! Da ist er, die verfickte Scheiße! Du hast noch ein Shit Bricks, sind auch noch dabei? Nice gemacht! Yeah, yeah! Der Blockkopf! Weg, 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 weg! Oh, oh ja, ja. Bin ist gefallen runter. Gefallen, gefallen, ich bin gefallen. Gefoller. Gefallen. So, aber jetzt 1, 2, 3, springen! Zack. Spring! Du. Babse. Da ist wirklich, also sowas erlebst du heutzutage das selten, so, dass so viel Möglichkeiten, so viel innovative Ideen und sowas in dem Ding drin sind. Das stimmt, ja. Und ganz ehrlich, guckt mal auf Amazon, wenn ihr PS1 habt, wenn nicht, der PS1 ist ja nicht so teuer. Oder PS3, wo es eventuell drauf läuft. Ich weiß nicht jede PS3 spielt alle PS1-Spiele ab oder irgendwie sowas. Aber gucken mal auf Amazon, ich habe jetzt wirklich 3 oder 4 Euro bezahlt, das war's. Und ich bin begeistert von dem Kauf. Schlecht. Und ich hab's verkackt. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt, das war jetzt auch mehr Glück als Verstand bei mir. Aber ich muss sagen, das ist jetzt eine von den Maps, die ich am coolsten finde. Die ist auch cool. Aber die Level werden ja auch immer abgefahren, ne? Ja. Das war die gleiche Gegner, aber es ändert sich auch irgendwo. Ich glaube, die werden. Ich glaube, ich das mal was größer werden. Ja, Leute, ihr habt euch vielleicht mal NES oder SNES-Spiele gewünscht. Im Moment ist es immer noch ein bisschen kompliziert bei mir. Warum? Ich muss einen Weg finden, wie ich es besser aufnehmen kann. Weil meine Hauptaufnahmequelle funktioniert momentan nicht so, wie ja, ich das gerne hätte. Du bist nicht so aufnahmefähig. Ja, ich bin nicht so aufnahmefähig momentan. Weimar war eh noch ein Arsch voll. Och. Ein Arsch voll Spiele hätten, die man sowieso noch vorstellen wollen. Wären jetzt auch einige PS2-Spiele, wo der Raven King bekommen hat. Oh, leck mich doch! Und da wollen wir auch ein paar Spiele. Ja. So, ja. So ist nicht. Not my day! Not my day! Not my day! Not my day! Leute! Danke fürs Zuschauen beim Retro-Freitag. Wir wünschen euch ein angenehmes, supergeiles Wochenende. Und ein gutes Schiss. Gutes Schiss. Ja? Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß und tschüss. Schiss.